Herzlich willkommen bei Meier Wermut am 13. Februar 2023. Ich bin Matthäa, heute mit einer Spezialausgabe, weil nicht Cedric neben mir sitzt, sondern Mustafa Atici. Er ist SP-Nationalrat aus dem Kanton Basel und er kommt aus der Türkei, genauer gesagt aus der Region, wo vor einer Woche ein schreckliches Erdbeben stattgefunden hat. Ich spreche mit ihm darüber, wie es den Menschen geht, welche Hilfe sie jetzt benötigen und wie die Situation zusammenhängt mit der Politik von Erdogan. Hallo Mustafa, schön bist du heute hier bei mir Gast. Vor einer Woche ist ein schreckliches Erdbeben da geschehen, wo du ursprünglich herkommst. Wie geht es dir? Ja, zuerst danke für die Einladung. Ja, offen gesagt, unter den Umständen, wie kann es mir gehen? Ich bin direkt betroffen natürlich. Ich habe dort Verwandte, Bekannte, viele, die gestorben sind, viele, die jetzt auf der Straße sind, verzweifelt. Es ist Winter und jeden Tag werde ich mit hunderten E-Mails, SMS, Telefon bombardiert, Hilfesuche, unterschiedliche Hilfe, ob es medizinische Mittel geht oder Nahrungsmittel oder sonst bei anderen Sachen. Zelt habe ich vorhin unterwegs einen Anruf erhalten. Ja, es ist einfach, also ich bin sehr intensiv seit einer Woche mit diesem Thema, Gefühlen, mit alles so unterwegs. Du warst zum Zeitpunkt, als es geschehen ist, vor einer Woche, glaube ich, in Taiwan mit der parlamentarischen Gruppe. Wie hast du vom Erdbeben erfahren? Ja, es ist ja so, in Taiwan haben wir diese, dort ist jetzt 7 Stunden vor, so von Zeit her. Es war genau dann fast halbe Stunde oder eine Stunde vorher, als ich dann schnell meine E-Mail checken wollte oder Sozialmedien etwas lesen wollte, dann habe ich mitbekommen. Und ich habe sofort natürlich Familienangehörigen angerufen und konntest du sie erreichen? Ich konnte sie leider nicht erreichen. In dieser Zeit war die Situation immer noch nicht schlimm. Es war morgen früh, an Nacht ist etwas passiert. Und dann gleich frühen Nachmittag, 1:30, dann war wieder eine große Erdbeben und dann haben wir viele Menschen verloren. Das tut mir schrecklich leid. Magst du erzählen, wie es den Menschen, mit denen du jetzt in Kontakt bist, die auch jetzt noch in der Türkei sind, wie es ihnen geht, was sie erzählen? Wie Sie die ersten Momente auch erlebt haben? Also einigen, die sind immer noch in einem Schock, obwohl viele jetzt nicht mehr dort leben. Also die sind zu ihren Verwandten in der Türkei irgendwo anders gegangen. Und dort, die sagen, dass sie dann auch nicht schlafen können. Sie haben dann immer noch Angst, dass es auch dort etwas passieren wird. Und ich denke, diese Psyche wird noch lang dauern. Und auch Unterstützung für diese Leute funktioniert leider nicht so gut. Also der Staat will alles selber kontrollieren und führt auch die Equipen, die von Ausland gegangen sind. Also die Rettungskräfte, die gekommen sind. Genau. Die wurden auch in verschiedenen Orten aufgeteilt und ich habe gestern zum Beispiel im Radio gehört, dass unsere Rettungskräfte aus der Schweiz zurückkehren, weil sie sagen, wo wir verantwortlich waren, alles ist übersichtlich, aber die Leute von diesem Ort, wenn ich mit denen rede, die sagen ja, in den ländlichen Gebieten, es gibt noch viele Menschen, die unter den Trümmern sind. Das ist ein Vorwurf oder eine Kritik, die schnell gekommen ist nach dem Erdbeben, dass die Hilfe, die innerstaatliche Hilfe aus der Türkei mit sich warten lässt. Was hast du zu diesen Vorwürfen? Was kannst du dazu sagen? Also ehrlich gesagt, ich habe am Anfang, erst 2 Tagen, versucht, mich mit dem Kritik auszuhalten. Also ja, nicht schnell eine Kritik an den Staat bringen und so. Aber je ich mehr mit den Leuten persönlich gesprochen habe oder die für die Hilfe vor Ort waren, dann habe ich gesagt, es kann ja nicht sein. In so einer Situation, die Aufgabe eines Staates ist, dass sie alle Instrumente zur Verfügung stellen, nicht freiwillige Menschen verhindern. Man sollte die Freiwilligen koordinieren, wie sie die Leute noch besser unterstützen können. Oder Hilfe, Güter aus dem Ausland, hat man gesagt, einfach, man hat nicht genau an den Regionen, wo diese Leute vielleicht
vielleicht ihre Verwandten oder Bekannten unterstützen wollte. Man hat einfach freiwillig irgendwo anders eingelenkt und gesagt, okay, ihr könnt ihre Ware oder diesen Material irgendwo ausladen und dann von dort in einen anderen Ort bringen. Und dann schon am zweiten Tag wurde Ausnahmezustand erklärt in 10 Staaten. Und Ausnahmezustand heißt, dass die Leute sich nicht viel frei bewegen zu können und alles wird unter der staatlichen Kontrolle funktionieren. Und das heißt, bestehende Kräfte oder Möglichkeiten werden auch noch mehr eingeschränkt. Und das ist eine Realität, was jetzt dort ist. Und wie erklärst du dir das? Also es ist natürlich sehr traurig. In der Türkei war ja 1999 auch ein sehr großes Erdbeben in der Region Marmara-Meer. Und ich habe, man hätte ja erhofft, dass nach 24 Jahren, dass man daraus etwas gelernt hat, oder? Aber dieses Beispiel zeigt, dass man doch nichts daraus gelernt hat. Also der Staat war nicht bereit. Es war sehr interessant, viele Wissenschaftler haben seit einem Jahr vor allem intensiv, immer in den Medien, also ich verfolge auch gewisse türkische Medien, intensiv, fast wöchentlich haben sie der Staat gewarnt. Die haben gesagt, hey, es ist möglich, dass das ein Erdbeben kommt in dieser Region. Ja. Man hat nichts unternommen. Man hat auf diesen Wissenschaftler nicht zugehört. Was hätte unternommen werden können, also, was jetzt nicht gemacht wurde? Genau. Also wenn man zum Beispiel jetzt weiß, dass in gewissen Orten und 3-4 Tagen Menschen unter den Trümmern waren, oder? Man hätte ja genug Gerätschaft und so vorbereitet, oder? Wie kann man in so einer Situation reagieren? Man hätte ja auch vor allem, das Militär hat sehr viele Möglichkeiten. Man hätte auch vielleicht Militär darauf vorbereitet, oder man hätte mehr Hilfskräfte darauf vorbereitet. Und das ist nicht erstes Mal, auch vor 2 Jahren, als in der Türkei auch im Sommer große Flächen, also Wälder und so gebrannt waren, hat man ja auch so reagiert, wie man mit so etwas sich erstes Mal begegnet hat, obwohl in all ein paar Jahren so etwas passiert. Also der Staat war unvorbereitet und dann das Resultat sehen wir. Es gibt Stimmen, die sagen, ja, der türkische Präsident Erdogan interessiert sich nicht für diese Region, weil in dieser Region, in der das Erdbeben passiert ist, vor allem Minderheiten leben, Kurdinnen, Kurden, Alevitinnen, Aleviten, und deshalb auch die Hilfe auf sich hat warten lassen. Was sagst du diesen Menschen, die diese Vorwürfe in den Raum stellen? Ja. Also so direkt vielleicht ist das schwierig, aber es gibt schon eine Realität natürlich. Der Staat ist nicht unbedingt, also wohlwollend hat bis jetzt diese Menschen unterstützt. Und in so einem Fall, diese Menschen sind auch im Zweifel, ob auch tatsächlich der Staat sie unterstützen wird. Und was wir aber jetzt von den Menschen, die vor Ort dort waren, ich habe auch mich am Sonntag mit einigen getroffen, die zurück waren, und dass vor Ort tatsächlich der Staat in vielen Orten nicht anwesend war und nicht funktioniert hat. Also das musst du jetzt kurz erklären. Du hast mit Menschen gesprochen, die in der Türkei waren und jetzt in die Schweiz gekommen sind, richtig, oder? Richtig, die, also, dass sie schon, als sie dann mitbekommen haben, eben schon am ersten Tag, die sind dann geflogen und waren ein paar Tage dort, haben sie dann Menschen geholfen, Familienmitgliedern und so, und dann die sind zurückgekommen. Und ich habe denen gefragt, hey, wir hören ja so vieles, wie ist das die Situation? Die haben gesagt, nein, auch kein einziger provisorische Gesundheits-, also irgend so eine Notfallstelle oder auch menschliche Bedürfnisse, was man alles braucht, von einer Laube bis hygienische Sachen und so. Und das alles fehlte. Und das zeigt mir, so ein Staat, Türkei ist ein großer Staat. Diese Erdbeben waren in 10 Staaten, aber Türkei hat 83 Staaten und in anderen Staaten Orten. Staaten ist das so wie bei uns Kantone oder Regionen? Genau. Ja, also man hätte ja sicher auch von diesen Orten Hilfe holen können.
Und also viel, es ist schon eine Realität. Diese Hilfe ist verspätet gekommen. Und warum jetzt diese Ausnahmezustand? Ich denke nur an zwei Sachen. Eine ist eben in dieser Region, dann Leute noch ein bisschen und ja, es ist irgendwie so, ja, dass sie dann unter Druck gesetzt werden und dass es gibt auch Meinungen, dass sie dann sagen, ja, okay, Aleviten und Kurden waren dort wirklich in der Mehrheit und dass sie dann auch jetzt in den großen Städten und dann irgendwo anders gehen und dann, dass sie dann ihre Mehrheit dort verlieren und dass auch in der Türkei gibt es auch viele politische Strömungen, vor allem religiöse Strömungen, dass man diesen dort anziehen werden oder es gibt auch in der Türkei sehr viele Flüchtlinge, also nicht nur Leute aus Syrien, auch aus anderen Ländern, dass man diese dort eher so einsiedeln werden und damit, dass man die mit dem demografische Strukturen spielen wird. Also es gibt dann schon Leute, die Angst haben und dann es gibt auch andere Meinungen, die sagen, okay, jetzt die Regierung wird, die sind ja so gemäß also Einschätzungen ziemlich schlecht da, Wirtschafts und alles ist da am Boden und dass sie dann die Wahlen, die sie angekündigt haben, am 14. Mai verlieren werden und deswegen, dass sie jetzt bald ankündigen, dass die Wahlen 6 Monate oder ein Jahr verschoben werden. Das würde ich gerne mit dir etwas genauer anschauen. Vor einer Woche oder in dieser Woche sind Zehntausende von Menschen gestorben. Ein Land, die Türkei, aber auch Syrien, steht unter Schock. Unzählige Menschen, die Angehörige verloren haben, die ihr Zuhause verloren haben, ihr Dach über dem Kopf verloren haben, nicht wissen, wie es jetzt weitergeht. Ganze Städte, die ja, in Grund und Asche kaputt sind. Wagst du eine Prognose, welche politischen Auswirkungen dieses Erdbeben für die Türkei hat, die ja, wie du gesagt hast, eigentlich im Mai hätte wählen sollen? Richtig. Also meine erste Einschätzung, es könnte durchaus so weitergehen, dass die Wahlen verschoben werden, dass die Regierungspartei wird dann versuchen, wieder dort vielleicht irgendwann nach 6 Monaten oder ein Jahr mit einer anderen Ausgangslage in die Wahlen zu gehen. Das ist meine erste Einschätzung. Und zweite Einschätzung, also wir haben ja auch aus den Medien natürlich mitbekommen, dass die Türkei schon am zweiten Tag so Syrien ja an der Grenze Orten bombardiert hat, in dort auch schwere Erdbeben waren, oder? Also ich meine, unglaublich. Ja, auch in einem Krieg macht man solche Sachen nicht. Und das könnte auch in dieser Region jetzt wieder die Regierung Möglichkeit geben, wenn sie diese Ausnahmezustand noch verlängern werden, oder? Und das könnte auch dort wirklich die Leute noch mehr unter Repressalien einzusetzen. Und dann bei den Wahlen wird das natürlich ein Vorteil für die Regierungspartei. Weil die Leute, die dort wohnen, sie werden ja so mehrheitlich anders abstimmen. Weil in dieser Region ja auch viele syrische Geflüchtete leben oder gelebt haben. Wir haben jetzt vor allem auch über die Türkei gesprochen. Ebenso hart wurde auch Syrien getroffen. Da wissen wir sehr viel weniger darüber, auch sehr viel weniger Hilfe, die ankommen kann überhaupt. Es gibt, du korrigierst mich, einen offenen Grenzübertritt überhaupt in diese Region. Hast du Menschen, die sich auch bei dir melden, um Hilfe zu flehen für die syrische Bevölkerung in Syrien selber, in diesem Gebiet, das betroffen ist? Ja, es gibt Leute, aber eben dort, wie ich vorhin erwähnt habe, Türkei bombardiert, gemäß Medienberichten. Und offene Grenze ist mit der Türkei und Hilfekonvoien können nur über die Türkei gehen. Und dann können wir uns vorstellen, wie es funktioniert oder ob es überhaupt funktionieren kann. Und was ich dann mitbekommen habe, dass tatsächlich dort die Umstände noch schlechter sind. Was ich aber konkret bis jetzt von den Leuten aus Syrien, aus dieser Region mitbekommen habe, einige Leute, die bei uns leben in der Schweiz, die mir geschrieben haben, ja, Herr Atici, können Sie uns bitte helfen? Mein Vater und Mutter, die sind alt, die sind jetzt auf der Straße, es ist Winter, die Umstände sind sehr schlecht.
können wir diese vorübergehend, aber tatsächlich vorübergehend, also wie man auch mit einem Touristenvisum kennt, unkompliziert hierher holen zu können. Und da muss ich sagen, Zusammenarbeit mit EDA und SEM. Das ist das Auswärtige Amt, das EDA und das SEM, das Staatssekretariat für Migration. Ja, danke. Ja, das ist so, dass das nicht so optimal funktioniert. Und vorhin unterwegs, als ich dann hierher kam, habe ich einen Anruf erhalten von jemand, der vor unser Konsulat in Istanbul steht und mir gesagt hat, wollte ich meine Unterlagen einreichen. Und hat jemand mich begegnet, weiß ich nicht, ob irgendein ein Sicherheitspersonal war, der keine Ahnung von den Sachen hatte und dann mir gesagt hat, ja, Sie können schon Ihre Papiere mir geben, aber ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und was hätte er mit diesen Papieren machen wollen? Also einfach, das ist ein Gesuch, dass also seine Mutter und Vater, die sind alt, hat er mitgenommen in Istanbul, die sind jetzt in einem Hotel, oder? Er will, sobald er ein Visum für diesen beiden hat, dann ein Ticket kaufen und dann hierher bringen. Und er ist in der Schweiz wohnhaft. Richtig, ja, in der Schweiz wohnhaft, ja. Und ich meine, diese Menschen sagen ja auch, dass sie für alle finanzielle Aufkommen und dass sie einfach wollen, dass ihre Eltern jetzt ein paar Monate, bis es einfach diese vielleicht Winterzeit vorbei ist. Weil in der Türkei, es ist klar, vor April wird ja nichts passieren. Überall ist ja so Trümmern und Asche, also es ist unmöglich. Die Hoffnung, jetzt noch Überlebende zu finden, ist fast null, so schlimm das ist. Und was brauchen die Menschen, die das Erdbeben überlebt haben? Was ist jetzt das Wichtigste, das sie brauchen können, auch als Unterstützung aus der Schweiz heraus? Du hast einen Fälle genannt, eine Visaerleichterung, vielleicht kannst du das noch erläutern. Was können wir hier aus der Schweiz heraus machen? Ich glaube, das Wichtigste vielleicht, es gibt ja zwei Sachen, Hilfeaktionen laufen. Ich danke alle unsere Einwohnerinnen und Einwohner, das merke ich, es ist riesig Bereitschaft, sie unterstützen diese Leute, Betroffenen. Aber politisch denke ich jetzt, es ist sehr, sehr wichtig. Diese Sache hat verschiedene Dimensionen. Es ist jetzt großer Schmerz, Trauer. Und dann technisches, diese Menschen finanziell zu unterstützen oder sonst, wo sie dann leben können, ein Dach auf dem Kopf und so. Aber politisches, wie es weitergeht. Also diese Menschen brauchen tatsächlich Unterstützung weiterhin, vielleicht nächste 6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahr. Und dort Vertrauen an den Staat, dass die jetzige Regierung ist am Boden. Und von unserer Seite her, vor allem offizielle Schweiz, sollte sich mehr einsetzen, dass die Türkei wirklich unparteiisch die Menschen dort unterstützt und auch diese Hilfe, die von hier geleistet werden, dass sie dann auch Betroffenen direkt erreichen. Weil bei den früheren Erdbeben oder Naturkatastrophen in der Türkei hat man spät nach 5 oder 10 Jahren Waren oder Gelder oder anderen Sachen entdeckt, die tatsächlich dann Betroffenen nicht erreicht wurden, andersweitig ausgenutzt wurden. Und viele Leute haben zu Recht auch skeptisch jetzt in der Türkei. Wirtschaft ist am Boden, es ist ein Wahljahr und die Regierung wird mit alles versuchen, wie sie für eigene Nutzen brauchen können. Es gab ja einige Hilfsaktionen oder Solidaritätsaktionen hier aus der Schweiz heraus. Ich kann mir vorstellen, du warst auch involviert. Kannst du erzählen, ja, wie jetzt diese Woche auch gelaufen ist? Ja, also es war sehr, sehr intensiv, was toll war. Also viele Kurden und Aleviten sind sehr gut unterstützt, also so sehr gut organisiert. Die haben eigene Organisationen, sie haben alevitische Vereine, sie haben kurdische Vereine, sie haben sogar auch so kleine Vereine für ihre Region, oder? Wenn irgendetwas ist, dass sie für die Region tätig sind. Die haben unter sich sehr schnell Geld gesammelt und dann Leute dorthin geschickt, vor Ort geschickt. Die waren die Ersten, die die Menschen unterstützt haben. Das war enorm wichtig. Aber bei uns gibt es auch viele Aktionen, zum Beispiel von uns, von der SP Schweiz, über Solida Suisse. Das läuft. Ist eigentlich unser parteieigenes Hilfswerk, schon seit vielen Jahrzehnten. Genau.
Und dann muss ich sagen, das hat auch viele Menschen ermutigt, als ich dann auch so, als sie dann diese Schreiben von der Partei erhalten haben und als ich auch denen erzählt habe, sie waren sehr, sehr froh. Und es gibt natürlich viele Institutionen, also viele Organisationen, die tatsächlich jetzt Geld sammeln oder anderen Sachen und die bereit sind, vor Ort eine Unterstützung zu leisten. Aber diese Institutionen brauchen natürlich vertrauenswürdige Partner vor Ort, unabhängige Partner vor Ort. Das ist das größte Problem. Und unter den Ausnahmezustand, mit diesen Organisationen zusammenzuarbeiten, ist sehr, sehr schwierig. Und das ist unsere große Befürchtung. Unsere Befürchtung ist nicht, dass keine Hilfe gibt. Also Hilfe ist jetzt da, aber die Gelder, wenn sie von hier gehen, wenn der Staat nicht lässt, dass diese Gelder zugunsten genau dieser Menschen, die Betroffenen, umgesetzt werden, einfach, dass diese Leute unterstützt werden. Dort gibt es viele Überlegungen oder Gedanken, dass dort es schwierig sein wird. Zusätzlich zu diesen direkten Unterstützungen für die Menschen vor Ort hast du ja auch letzte Woche Visa-Erleichterungen gefordert. Das Beispiel, das du vorhin genannt hast von deinem Bekannten, der mit seinen Eltern jetzt in Istanbul auf einen positiven Entscheid wartet. Was genau forderst du hier von der Schweiz? Also was ich fordere eigentlich, es ist etwas Humanistisches und ich will, dass wir eigentlich mit diesen Menschen, die direkt betroffen sind, uns solidarisieren und unsere Hilfe leisten. Bei uns leben seit Jahren, über 40, 50 Jahren Leute aus der Region. Ein großer Teil sind eingebürgert und die sind auch erfolgreich unterwegs, gut integriert und sie wollen ihre betroffenen Verwandten für einen Monat, zwei oder maximum drei Monate hier zu sich zu holen. Das sollte man unkompliziert machen. Also irgend mit einer Identitätskarte, wenn man weiß, okay, um wem es geht und dann mit einem erleichterten Visum, dass sie vorübergehend hierher kommen, bis auch diese Wintermonate vorbei sind und bis man auch eine Übersicht hat, wie weit es geht, oder? Also man kann ja von heute nicht auf morgen dann wieder Häuser aufstellen und so, ja? Und wenigstens das erwarte ich. Und ich verstehe jetzt nicht, warum man ja bis jetzt so man Mühe hat, also so etwas nicht aufzustellen. Du hast zu Beginn gesagt und auch schon vorhin im Gespräch, dass du Hunderte von Menschen, ich nehme an, einige davon kennst du, andere nicht, dich kontaktiert haben, dich anrufen, dir Mails schreiben aus Verzweiflung heraus, um Hilfe bitten. Was antwortest du denn? Also zuerst natürlich versuche ich den Leuten wirklich, also nicht mit irgendetwas, aber eine Hoffnung zu geben, dass ich dann denen sage, es läuft. Also Staat ist, also Schweiz ist da hinten. Wir versuchen mit unseren Hilfeorganisationen, also sonst auch politisch mit unseren Institutionen. Wir arbeiten auch mit der Türkei und es ist klar, von heute auf morgen können wir ihre Probleme nicht lösen, aber es gibt die Möglichkeiten. Wir sind daran. Es wird eine Visaerleichterung geben, ihr wird finanziell unterstützt und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man jetzt diese Menschen ermutigt und dass man sagt, ja okay, es gibt zum Beispiel, ich bin mit diversen türkischen NGOs unterwegs, wie Ärztekammer oder so Ingenieurkammer, diese Zivilorganisationen, die Leute vor Ort unterstützen, dass ich dann die Leute sage, okay, ihr könnt zu diesen Institutionen gehen, obwohl ich hier lebe, dann verweise ich auf diese Institutionen, weil ich dort die Menschen kenne und auch versuche ich Brücken zwischen die Menschen, die dort vor Ort leben, Betroffenen oder die Menschen in der Westtürkei, die diese Menschen unterstützen wollen und auch direkt zum Beispiel sage ich, es waren schon Jugendliche, die auch jetzt dort sind, als Ärzte, die unterwegs sind, dann gebe ich denen Telefonnummern, ich sage, okay, mit diesem analytischen Verein vor Ort könnt ihr euch treffen. Also ich glaube, in meiner Rolle versuche ich Hoffnung, diesen Leuten ja unbedingt, ja, und ja, dass es einiges möglich ist, ja. Ich würde sagen, in dieser großen Tragik ist das ein schönes Schlusswort, dass, ja, die Hoffnung nicht verlieren. Herzlichen Dank, warst du mein Gast, Mustafa, und herzlichen Dank vor allem auch für dein großes Engagement in dieser Zeit. Danke dir. Wenn ihr
wie immer Fragen oder Kommentare habt, dann schreibt die in die Kommentarspalten oder schickt uns eine Mail an meierwermuth@spschweiz.ch. Wenn ihr Fragen an Mustafa habt, könnt ihr die gerne auch uns schicken. Wir leiten diese weiter. Es kann aber etwas dauern, bis die Antwort kommt, weil er wirklich sehr, sehr viele Antworten oder Fragen zu beantworten hat. Herzlichen Dank.